Jo, hi Leute. So, ich bin der Sartops. Vielleicht hat jemand gestern schon mal in Illusion of Gaia Run gesehen. Vielleicht auch nicht. Auch nicht schlimm. So, ich würde mal sagen, fangen wir gleich los. 3, 2, 1 und go. Also, jetzt, das hier ist Mega Man X. Kennen wahrscheinlich die meisten von früher. Davon gibt es 3 Teile. Das ist der erste Teil. Und der ist quasi wie Illusion of Gaia am Anfang, man muss viel meshen. Also das Spiel besteht, im Prinzip muss man nicht sehr viel meshen. Nur in der Intro Stage. das ist Any Percent. Oh, das ist schon mal schlechter RNG. Jetzt hoffe ich, dass ich einen Health Drop bekomme. Ne, leider nicht. Jetzt muss ich gucken, was ich für eine RNG bekomme. Okay. Das ist okay. Also, man hat 16 AP. Die Bienen machen 4 Schaden auf Body Contact, wenn man sie berührt. Die Projektile machen 1 und 2 Schaden, je nachdem, was sie macht. Die Sache ist die, wenn man schlechte RNG bekommt, macht die Biene einfach zweimal nichts. Und dann kann man nicht in sie zweimal so reinbonken. Das ist jetzt natürlich unglücklich. Weil man sonst sterben würde. So, jetzt schauen wir mal. Habe ich hier gerade eine Strat. Die nennen sich Taskars. Cool. Gott, so schwer hinterher zu kommen. Jeden Moment passiert was anderes. Ich habe für mich immer extra, dass ich meistens eigentlich noch einen Co-Commentary. Ah, das ist unglaublich schlechter RNG. Das ist unglaublich schlechter RNG. Man will halt unter dem Flügel hinten sein. Aber wenn das Flugzeug die ganze Zeit nach links geht, die ganze Zeit, dann kannst du halt nichts machen. Das waren jetzt so irgendwie 8 Sekunden timeless. Pure RNG. Das wäre im Normalfall schon ein Reset gewesen. Und der Kumpel ist auch nicht gerade gütig. Also das war schon übel. Auf jeden Fall, was ist über Mega Man X zu wissen gibt. Any Percent und Hando sind so die Main-Kategorien. Any Percent ist an sich viel schwerer als Hando. Was es wenn es ums Überleben geht. Aber dafür hat Hando an sich schwerere Tricks, die man im Spiel machen kann. Nicht muss, aber kann. Aber Any Percent ist halt einfach im Normalfall nimmt man. Nein! Okay, das ist schon mal ein großer Fail. Das ist schon ein sehr großer Fail, Leute. Aber hey, ich habe nicht umsonst Estimate 40 Minuten gemacht. Ich habe nicht umsonst 40 Minuten gemacht, weil jetzt muss ich mich hier sterben lassen. Bis ich Game Over bin. Ich könnte den Run auch noch restarten, aber ich glaube, wir machen einfach so weiter. Weil das ist nämlich echt beschissen hier. Das Problem an Mega Man X ist, man kann nicht rausgehen aus dem Level einfach. Wenn sowas passiert, was mir noch nie passiert ist, man kann nicht raus, man muss Game Over gehen. Deswegen muss ich jetzt Game Over gehen. Das ist schon mal ein grandioser Start für den Marathon. Also für Mega Man X. Das wird schon wieder für Clips sorgen. Dahin will man. Wichtig. Weil das hat jetzt niemand gesehen. Eigentlich, was hier gerade passiert ist. Wer ist noch drin? Kappa. Ne, das war wirklich meine Schuld. Das ist halt das Problem ist, man kann jeden Frame quasi das Menü was machen. Wenn man da ein bisschen gierig ist, jetzt wie ich, dann drückt man quasi den Y-Input quasi ein Frame zu früh, bevor man nach rechts gedrückt hat. Und dann passiert sowas. Wie gesagt, das Estimate ist hoch genug angesetzt. Wobei bei Any Percent halt wirklich viel passieren kann. Das Problem an Any Percent, ich werde hier auch 2 Safeties im Run mitnehmen, die insgesamt so ich weiß gar nicht.
11 Sekunden vielleicht kosten. Die Safeties im normalen PB-Attempt sind nämlich gar keine Safeties mehr, da spiele ich quasi Low Percent. Aber für den Marathon, ihr werdet nachher sehen, warum ich die Safeties mitnehmen werde. Einfach im späteren Spielverlauf. Es wird echt brutal. Normalerweise hätte man jetzt dieser P, die ich jetzt habe, würden einfach das ganze Spiel über haben. Und im späteren Spielverlauf bist du einfach mit zwei Hits tot und das ist wirklich schwierig. So. Gut, habe ja nur eine Minute und 10 Sekunden verloren hier. Ist okay. Durch den Octopus-Fail. So. Was man jetzt zu Mega Man X hier sagen kann, ist, das ist zum Beispiel ein großer RNG-Boss im Spiel. Man will im Prinzip nicht, dass er das hier macht. Ja, das ist Double Slide, es geht Triple Slide. das wird schön. Das ist wunderschön. Ein Triple Slide, also ein Double Slide kommt schon sehr selten vor. Sehr, sehr selten. So. Oh, ist ein bisschen schwieriger zu reden während dem Spiel, als ich gedacht habe. Also ein Triple Slide habe ich noch nie gesehen. Double Slide ist schon sehr selten. Sehr, sehr selten. Aber ein Triple Slide, Mann, das ist. Also da, ich bin froh, dass ich heute Mega Man X hier racen, hier runnen darf. Bin ich sehr, sehr froh. Also die Mechanik im Spiel ist, wie man gesehen hat, ich habe immer einen Dash gemacht, bevor ich einen Schuss gemacht habe. Denn wenn du einen Dash machst, also wenn du einfach hier, Dash, wie heißt es auf Deutsch, ich weiß nicht, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn man einen Dash-Shot macht, macht er doppelten Schaden mit einem normalen Basic-Schuss. Und das wird hier ausgenutzt bei den Bossen, dass man dann quasi, man dasht, schießt und dann kriegt er zwei Schaden statt nur einen Schaden. Ohne, dass man auflädt oder irgendwas. Und das gilt bei normalen Gegnern genauso. Und das hier ist der Kuhhänger Tower. Eine sehr schwere Stage. Die zweitschwerste Stage im Spiel. Optimalste Spiel. Wenn man viel vertikalen Climb hat. Also man geht quasi nur nach oben. Und das ist wirklich ultra schwierig zu optimieren. Mega Man X ist schwerste. Es kommt darauf an. Also Mega Man X 3 ist zum Speedrun lernen das schwerste. Aber nicht zum Spielen. Weil Mega Man X 3 bietet nicht keine guten Safeties an. Also man kann zum Beispiel keine Armor holen, die den Schaden halbiert. Mega Man X 1 kann man die Armor holen. So, ich probiere jetzt mal Iceless. Zweimal. Wenn ich schaffe, nice. Das ist ein sehr, sehr schwerer Trick. Wenn nicht, dann. Okay, noch einmal. Okay, ich hab's nicht. Nee, wie gesagt, ich bin auch sehr rusty, aber dann hätte ich mir später ein Safety sparen können. Aber, naja. Normalerweise mache ich das auch nicht. In Any Percent holt man sich nie diesen HP, dieses HP-Upgrade. Und jetzt auch hier, Wanger, auch ein. Dann gibt es eine kleine Manipulation, die ich leider gefailt habe, aber mal gucken, ob ich es backupen kann. Ne, kann ich nicht, weil er mich trollt. Ach je. Es läuft wunderschön. Keine Sorge. Danach kommt Demon's Quest und Terranigma. Da bin ich eingespielt. da bin ich sehr eingespielt, Leute. Das hier war nur quasi ein Placeholder-Run. Also hier. Das hat jemand abgesagt. Den konnte ich mich dann nicht wirklich darauf vorbereiten. Aber es macht immer wieder Spaß zu spielen. Irgendwann muss ich mal grinden. Wieder grinden. Noch habe ich ja die beste deutsche Zeit auf dem Leaderboard. Auch wenn man es nicht glauben kann. Aber ja, ich habe den deutschen Rekord für das Spiel. Auch wenn man das hier nicht glauben kann, was man hier sieht. Aber vertraut mir. Ihr könnt aufs Leaderboard gucken. Ich lüge nicht. Lüge nie. So.
Also X3 war, es war, wie gesagt, man muss differenzieren zwischen Speedrun und Nicht-Speedrun. In Speedrun würde ich sagen, ist der X2 am schwersten, in der Tat, weil er sehr viele schwere Tricks beinhaltet. Mehr schwere Tricks als X1 und X3. Hier ist das kleine RNG Cave. Ja, da bin ich sehr viel Glück. In 100% zum Beispiel ist dieses Cave keine RNG. Ich habe gerade wirklich das Worst Luck, das gibt's gar nicht. Weil oben drüber ist ja so ein kleiner Miniboss, der dir die Rüstung gibt, wenn du ihn tötest. Und wenn du den tötest, dann fallen keine Steine mehr runter. Ne, aber wie gesagt, also als ich angefangen habe, das Spiel zu lernen, habe ich, bis ich eine 337 hatte, glaube ich, habe ich immer die Armor mitgenommen. Weil die Armor ist einfach so wichtig im Late Game. Ist einfach recht sehr, sehr wichtig. Gerade für Anfänger. Man sagt zwar, yo, any person, ich nehme nichts mit, ne? Aber es bringt halt nichts, wenn man im Late Game dann die ganze Zeit stirbt, ne? Weil, wie gesagt, ein Boss, der trifft dich zweimal, du bist tot. Und der letzte Boss ist halt unglaublich schwer in Any Person. Dahingegen ist in 100% wieder der letzte Boss ein kompletter Witz, weil du einfach die ersten beiden Phasen one-shotten tust mit Hadouken und dann hast du halt die Armor mit unendlich viel AP und ja. Aber Any Person, wer eine Challenge sucht, kann auch gern Any Person machen. Denn 100% ist wirklich. Es hat an sich die schwereren Tricks, wie gesagt, Frame- und Pixel-perfekte Tricks, was Any Person nicht hat, außer einen. Aber man ist deutlich sicherer, ne? Wenn man alles einsammelt, man kann sich viele Fehler erlauben. Und in Any Person kann man sich im Endgame gar keine Fehler erlauben. Jeder Fehler ist einfach ein Tod, im Prinzip. So, jetzt werde ich hier eine kleine Safety holen. Wenn ich den Jump hier heute noch schaffe. Oh. Na gut. Machen wir es. Also, normalerweise würde ich jetzt hier unten lang gehen. Aber wie gesagt, hier die Safety. Das haben sie sogar bei GDQ gemacht. Diese Safety als Gentleman Agreement. Ich bin jetzt hier. Das Problem ist halt auch an der Safety. Diese Cycle hier, diese Plattform, die sind dann ganz anders. Ich bin es halt nur gewohnt, unten lang zu gehen. Und dadurch habe ich jetzt hier ein bisschen gezögert bei den Plattformen. Weil ich die Cycle da nicht kenne. In Any Person, wenn man unten lang geht, sind die Cycle immer gleich, wenn man das gleiche Movement hat. Und oben natürlich auch, ne? Aber ich bin es einfach nicht gewohnt. Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig, statt runterzufallen. So, und jetzt, weil ich in die Tür mit dem Dash reingegangen bin, kann ich hier einfach mashen und ich werde 2 Schaden machen. Weil es noch als Dash-Shot gilt. So, und das ist hier leider auch ein kleiner RNG-Faktor. Ah. Der gute Igel, der kann sich entscheiden, er kann die ganze Zeit unten bleiben, was halt perfekter RNG wäre. Oder er geht diven. Wenn er einen Dive macht, dann ist es eine 50-50 Chance, ob er dann wieder runterkommt, was jetzt gut war. Oder dass er mindestens 6 Mal insgesamt divet. Und das wäre halt quasi Worst RNG, was du kriegen kannst. Und jetzt kommt beste Musik im Spiel, aber auch die schwerste Stage im Spiel in Any Person. Wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig auszuführen. Es gibt ein paar Safety Strats, die man machen kann, aber ich gehe für die Optimal Strats. Hier die Eisschüsse hier. Die sind sehr, sehr präzise. Der Schuss muss quasi eintreffen, gerade wenn der Gegner spawnt. Wenn das nicht der Fall ist, dann trifft man nur einen Schuss. Also das Eis zerbröckelt ja in mehrere Teile, in 4 Stück. Und es ist wichtig, hier genauso, dass du mit allen triffst, sonst stirbt der Gegner nicht. Also sind wirklich sehr präzise Schüsse. Alternativ kann man einfach Tornado nehmen, das ist sehr, sehr einfach. Tornado ist eine OP-Waffe in dem Spiel. Gegen normale Gegner. Auch hier wieder ein RNG-Faktor und ich habe leider auch hier Wurst RNG. Man will nur, dass er runterkommt. Weil Tornado bei dem Boss nicht sehr schnell ist. Normalerweise möchte man dann
das, was man von Kuhhänger bekommen hat, hier den Cutter, was man, wogegen ich auch gegen das Chamäleon gekämpft habe, will man gegen ihn verwenden und spammen. Und dann ist er innerhalb von 3 Sekunden tot oder so. Aber wenn er oben kleben bleibt, dann kann man das nicht machen. Aber das ist halb so wild. Auch hier sehr schweres Movement, aber jo, lief ganz gut. Bin zufrieden. So, jetzt kommt Spark Mandrill. Auch minimaler RNG-Boss, aber Kleinigkeit. Das ist wirklich im Vergleich zu Pinguin oder Eagle eine Kleinigkeit. Er kann halt das hier machen, das will man nicht. Ja. Weil, wie man sieht, reicht es dann nicht. Dann sind die Iframes noch zu frisch und man trifft ihn nicht. Wenn er halt zu dir dasht, verliert man 2 Sekunden pro oder 1,5 pro Dash. Aber overall war die Stage sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt kommt Mammut, das ist in 100%. Eine sehr schwere Stage. Da macht man sehr viele Tricks in 100%. In Any Percent ist es eher eine der leichtesten. Also wenn nicht die leichteste Stage. Weil da nicht viel passiert. Man muss nichts einsammeln wie eine 100%. Einfach nur wissen, wann man wo schießt. Die Stelle kann man hier auch mit Standardschuss machen, was an sich genau gleich schnell ist. Aber es verhindert, wenn dann ein Drop kommt, zum Beispiel hier für Ammo, dann bleibt der Spieler immer kurz stehen. Und das würde dann nichts ausmachen, wenn ich mit dem normalen Schuss mache. Aber ich hatte jetzt keinen Ammo-Drop, also keiner, der genervt hat. Deswegen ist das voll okay. Hier Mammut kennt glaube ich auch jeder. Man kann ihn den Rüssel abschneiden mit dem Cutter, aber macht man nicht, braucht man nicht. Auch wieder hier ein Dash Shot, weil die Gegner haben 32 HP. Ein Dash Shot macht 2 HP und die Weakness macht immer 3 Schaden. Theoretisch könnte man auch einfach die ganze Zeit Tornado machen. Allerdings ist der Dash-Shot schneller, der fliegt schneller auf den Gegner zu als die Weakness. Sprich, da spart man halt ein paar Frames. Und ist jetzt auch nicht wirklich schwierig. Mich ärgert wirklich dieser Fail am Anfang mit Octopus. Also wirklich. Daher bin ich jetzt gerade sehr vorsichtig mit Menüs. Eigentlich mache ich das schneller, aber ich will nicht nochmal irgendwo reingehen. Auch diese Stage hier in 100% ist die um einiges schwieriger als in Any Percent. Weil da kann man nämlich einen Frame- und Pixel-perfekten Trick hier an der Stelle machen, der auch RNG-bedingt ist. Und zwar, wenn man einen HP-Drop oder einen Ammo-Drop an einem bestimmten Frame und einem bestimmten Pixel einsammelt, dann muss man quasi die Wand runter rutschen. Dann sammelt man dieses Item, was hinter diesem Ding da, hinter dieser Maschine war, automatisch ein. Aber in Any Percent unwichtig. Und in 100% ist das ist der schwerste Trick, glaube ich, im Spiel. So, jetzt kommt hier meine Safety. Boah, ich hasse das, wenn du das Ding einsammelst und bist dann so komisch in der Luft. 1, 2, 3, 4 und 5. Die Sprünge waren jetzt nicht für die Cuts, das war jetzt kein Troll oder so, sondern wenn man stehen bleiben würde, würden da ganz viele Vögel spawnen und es leckt das Spiel unheimlich. Und dadurch springt man quasi über die Trigger. Oh, perfekter RNG. Da springen wir über die Trigger. Von den Vögeln, dass sie die Spawn-Trigger. So. Hey,
Auch mal perfekt, Angie, wunderschön. Macht leider hier nicht so viel aus bei dem Boss. Es sei denn, er trollt dich wirklich sehr hart. Dann kann es schon mal 6, 8 Sekunden sein, aber im Normalfall gibt er dem meistens dieses Pattern. So, jetzt kommt eine ätzende Stage. Wir haben sie am Anfang kurz gesehen. Hätte man nicht sehen sollen, Hammer aber. Ätzende Stage und ätzender Boss. Das ist der größte RNG-Faktor in Any Person. Das ist der schlimmste Boss. Sehr schwer von der Execution her. Und sehr viel RNG. Auch hier die Stage an sich hat RNG mit diesen Submarines. Ja, zum Glück habe ich die gute RNG bekommen. Man kann ihn manipulieren, indem man weit weg steht. Dann macht er wahrscheinlich diese Attacke. Die möchte man gern haben. Aber nicht immer. So, und jetzt bei dem hier. Schauen wir mal. Genau, das will man auch haben. Also zweimal perfekte RNG. Wenn nicht gefailt. Wunderschön. So, gucken wir hier. Oh, auch hier. Wow, das kommt sehr selten vor. In der Regel wird man hier immer getroffen. Mal eine Stage, die gut läuft. Wahnsinn. Auch hier. Thema Tornado ist OP, ne? Da sehen wir es wieder. Gegen normale Gegner. Einfach ein Schuss und tot. Normalerweise, wenn man den mit einer anderen Waffe bekämpfen müsste, müsste man den irgendwie 30 Mal anschießen. Verrückt. Tornado einmal tot. So, und jetzt haben wir hier unseren guten Kumpel, Octopus. Und das ist der RNG-Faktor, den ich meine. Das, ja, und es geht gerade weiter. Man verliert 3 Sekunden pro Tornado. Glücklicherweise kann man ihn jetzt abbrechen, indem man einfach Feuer nimmt und Charge. Das wurde erst von einem guten halben Jahr herausgefunden. Obwohl das Spiel schon seit Jahren gerannt wird. Dadurch hört er sofort noch einmal Saugen auf. Das Problem war nämlich vorher an der Sache, bevor man das wusste, musste man das so abbrechen. Und da gab es eine sehr geringe Chance, dass er dich unendlich, also dass er dich einfach getötet hat, weil du halt gerade im falschen Frame gemasht hast. Und jetzt kommen die Sigma Fortress. Schwere Stages. Ich werde hier am Anfang einen Trick versuchen. Das ist ein sehr schwerer Trick. Er heißt Leap of Faith. Der Sprung des Glaubens. Ihr werdet auch gleich sehen, warum er das heißt. Spart 3 Sekunden oder tötet den Run. Oh, ich hab ihn. So, da kann man nämlich diesen Cycle hier machen. Schaffen. Normalerweise, wenn man das nicht macht, Dann ist die grüne Plattform rechts und dann muss man warten, bis sie weggeht. Und jetzt kommt hier ein kleiner Cutscene-Skip. Der spart 8 Sekunden. Muss man aber vorsichtig sein, weil wenn man jetzt hier einen Fehler macht, dann softlockt man das Spiel. Und das wollen wir ja nicht haben, ne? Wichtig ist, dass man während das Screen sich bewegt, Start drückt und hält. Wenn man das nicht macht und währenddessen macht, dann kann sein, dass einfach die Textbox kommt und mit dem Zero-Gesicht und redet unendlich lang und das Spiel geht nicht mehr weiter. Aber nicht gesoftlockt, alles gut, Leute. Wir können weitermachen. Jetzt hier ab der Sigma Fortress werdet ihr sehen, wie die Gegner Schaden machen. Das war jetzt seine schlechteste Attacke. Wenn er mich gebodied hätte, hätte ich fast Hälfte AP verloren. Aber es war ein guter Fight. War besser als sonst. So, und jetzt so. Wieder vertikales Klettern. Unschöne Sache in Mega Man X. Hier der sogenannte Tiki Climb. Tiki ist ein ganz alter Runner vom Spiel. Und wenn man schnell genug ist, hätte man den Cycle hier schaffen können. Ist aber echt unglaublich schwer. Unglaublich schwer.
PB habe ich auch nicht geschafft. Ich schaffe es meistens so, dass ich in diesen roten Typ reinbonke und normal weiterklappen kann. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen versaut. Haben wir wieder unseren guten Freund Kuhhänger. Diesmal dürfen wir ihn mit der Weakness töten und leider ist er in mir gespawnt. Das ist auch selten. Ich hoffe, ich kriege jetzt einen HP-Drop. Das wäre angenehm. Weil. Nee, nicht diesen Drop. Kein Glück. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Guck nur mal. Ich habe ein Ding, okay. Weil jetzt kommt einer der schwersten Bosse im Spiel. Vielleicht manche kennen ihn noch von früher. Oder kennen sie noch von früher? Und es fängt gleich schlecht mit RNG an. Ne. Und es geht gerade schlecht weiter. Weil die Spinne macht viel Schaden, die kleinen Babys. Und sie tötet mich mit einem Hit. Das sind zum Beispiel auch RNG-technisch die schlechtesten Pattern, die du kriegen kannst. Weil sie, sehr viele Streben. Sie lässt nie eine Strebe aus. Die Strebe, die kommt, nimmt sie immer. So, puh, okay. Sehr schön. Also sie nimmt immer die Strebe, die am nächsten ist. Deswegen kann man ihr Movement predicten, wo sie hingehen wird. Aber... okay. Spinne ist auch gerade in 100% wieder bestes Thema. 100% ist sie einfach One-Shot. Ein Hadoken tot. Aber in Any% ist es halt ein sehr gefährlicher Fight, ne? Das meine ich in Any%. In Any% sind all die letzten. Komm schon. Die letzten Stages sehr gefährlich, weil du einfach kein Equipment hast. Kein AP und nichts. Hey, das ist. Dear God. Ein Slide, das ist sehr, sehr gute RNG. Average, durchschnittliche Anzahl sind 3 Slides hier. Und 1 natürlich in so einem Run. Im PB kriege ich immer 10 PB-Attempts. Auch hier präzise Schüsse, präzises Movement. Ja. Bin für einen pixelperfekten Trick gegangen, hier habe ich ihn geschafft. Man kann durch die Leiter durchspringen, quasi. Aber es ist in Mega Man X1 pixelperfekt, in Mega Man X2 und 3 hast du irgendwie 3 oder 4 Pixel. Also in Mega Man X1 ist es sehr schwer, dieses Movement. Oh, auch hier ist er wieder nett. Wie gesagt, er hätte jetzt 6-mal hätte er das machen können, aber wenn er nach dem ersten runterkommt, hat man Glück gehabt. So, und jetzt kommt Wrangler Bangler. Auch ein sehr schwerer Boss. Sehr, sehr RNG-heavy. Auch in Hando. Auch in 100% ist er sehr RNG-heavy. Einfach nur wegen diesen Augen. Man will rote, rechtes blaue Auge und dann rote Augen. Das hätte man am liebsten. Grüne will man nie sehen. Na, ja, das ist schlecht. Bitte. Gut. Puh. Das ist halt das Problem. Ne, manchmal macht er sogar ein grünes Auge und sofort zu. Und man will idealerweise die Nase, wie ich es gerade gemacht habe, one-cyclen. Was auch ein schwerer Trick ist. Aber wenn das früh passiert, dann hat man halt ein Problem. Weil man dann gegen beide Augen noch kämpfen muss und man darf nie runterfallen. Das ist wirklich anstrengend. Und jetzt, toi toi toi, hoffentlich fail ich den Skip nicht. Armadillo Skip.
Es sollte passen. Gut. Wichtig ist, dass die Kamera nicht hoch genug scrollt. Dann kann man den Fight hier nämlich skippen. Ist nicht pixelperfekt. Ich glaube, man hat 2 Pixel. Aber Gott sei Dank. Wenn man den failed in den Run, kann man sofort aufhören. Da verliert man eine Minute dran. Oder sowas. Jetzt kommen die verbleibenden Refights. Leider kommt nochmal Octopus, ne? Den hätten wir gern geskippt, aber man kann leider nur Armadillo skippen. Auch hier wieder ein 100% viel leichter. Die ganzen Bosse einfach einen Schuss tot. Im Prinzip kann man sagen, mehr oder minder die 8 Mavericks, so heißen diese Gegner hier. Die 8 Maverick Stages sind in 100% schwerer, weil man mehr machen muss, aber die Sigma Stages sind Any Percent halt dafür viel schwerer. Viel, viel, viel schwerer. So, krieg ich den? Jo, nice, das ist auch ein Teil der Trick. Aber nice. Das Octopus, bitte sei nett, mein guter Kumpel. Und ich glaube, ich habe gar keine HP in meinem Subtank für Sigma, was gefährlich sein kann. Ich glaube, ich habe gar keine HP im Subtank. Das ist echt ärgerlich. Da überlege ich wirklich kurz, ob ich kurz farme. Ups. Oder ob ich Sigma durchholen soll. Das kann ich natürlich auch machen. Nein, ich habe gar keine HP im Subtank. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Für einen Marathon. Im Normalrun hätte ich diesen Subtank gar nicht, ne? Aber für einen Marathon, ein Sigma tot sind halt 2 Minuten. Oh, das ist nicht Mammut 1. Mammut 1 drückt man zweimal die eine Richtung. So, jetzt kommt D-Rex. Auch wieder ein sehr gefürchteter Gegner in Any Person. Sehr, sehr gefürchteter Gegner in Any Person. Kann ich hier ein bisschen baiten, wenn er diese Attacke macht? Bis zu 2-mal. Aber. Okay, gut. Das ist immer ein kleiner Angstgegner von mir, weil ich sehr viele PB-Paces früher, als ich das noch aktiv gerannt hatte, an ihn verloren habe. Aber lief gut. Im Prinzip sollte ich jetzt vielleicht farmen, wirklich. Einfach nur, weil ich nichts im Subtank habe. Mache ich es auch ganz kurz. Ich brauche keine Full Life, aber idealerweise brauche ich auch nichts. Jetzt kriege ich ein Leben. Bitte einfach nur HP. Ich will nur gern etwas HP haben. Einfach nur die Marathon Safety, weil wie gesagt, dieser Fehler von Octopus. Noch kurz. Okay. Das reicht. Der Fehler bei Octopus, der hat halt sehr, sehr viel Zeit gekostet und in dem Fight hier in Any Person stirbt man so schnell. Besonders wenn man einfach schlechte Dog Energy bekommt, dann ist man schon tot. Mehr oder minder. Wenn man für Optimus Tracks geht. Ohne dass man dafür was kann. Hier ist die Neo Strat, auch eine sehr, sehr tight Strat. Guck, das meine ich. Jetzt trollt er mich hier, aber ist okay, ist okay. Meine PV ist eine 32, 29.
32, 29. Hier, wichtig ist Timing. Wenn das Timing einmal auf ist, wird er wirklich schwierig. Auch das Timing hier zu lernen war auch wirklich nicht einfach. Aber okay, das lief schon mal gut. Und jetzt der Grund, warum man Safety soll. Der Hauptgrund. Diese Phase hier. Weil da tötet, das macht alles so viel Schaden. Und durch RNG kann man einfach sterben. Ja, hier zum Beispiel. Klaue kommt leider einfach nicht runter. Das ist zum Beispiel. Oh, Gott sei Dank, Gott, da hat er mir echt noch ein schweres Leben gemacht. Da kommt nicht runter, Worst RNG und dann die ganze Zeit gespammt. Und ihr habt gesehen, ich war gerade voll live und ein Blitz hat mir so viel Schaden gemacht. Puh, das war, da hat mein kleines Herz gerade echt gepumpt. Aber gut, das wäre jetzt ohne diesen krassen Fail am Anfang noch eine 34 geworden, hohe 34. Ist okay, 4 Minuten unter Estimate. So, und jetzt geht's gleich weiter im Anschluss mit mir nochmal. Freut euch. Mit Demon's Crest. Puh, das war gerade. Das war intens. Egal was mich noch getroffen hätte, ich wäre tot gewesen. Aber das war wirklich. War okay. So. Nehmen wir an. Ter und Co. müssen jetzt noch den Titel ändern und so weiter. Aber ich werde auf jeden Fall schon mal swappen. Demon's Crest. Ich hoffe, Mega Man X hat euch gefallen. Sehr schöner Run, macht sehr viel Spaß. Wenn man eine Top-Zeit haben möchte, muss man sein Leben wegwerfen dafür. Sagen wir mal so. Aber macht echt viel Spaß. Und man muss ja nicht jedes Spiel für eine Top-Zeit grinden. Sehr schneller Plattformer. Sehr challenging. Viele schwere Strats. Hat aber auch viele Safeties. Also Mega Man X ist ein wirklich sehr anfängerfreundlicher Speedrun. Kann ich nur jedem empfehlen, wer ein Mega Man X-Fan ist. Am besten mit Any Person anfangen, weil 100% ist. Ist so leicht, Leute. Ist so leicht.